Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mega Man X3 und wir sagen mal ohne große Umschweife, hallo nächster Boss. Mal gucken. Nein, es ist Blast Hornet. Machen wir auch gleich mal einen Start hier. Und hier brauchen wir ein Item. Kriegen wir, womit wir einiges machen können. Groß gibt es hier nichts zu holen, muss ich mal sagen. Wir müssen jetzt einfach nur aufpassen. Die Stages sind ein bisschen nervig. Die Musik ist auch, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Gibt Schlimmeres. Hups. 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 Ich hab wählen einfach kein Genie. Ey. So. Das war hier oben, das... Ach, hier war so ein, das können wir aber noch nicht benutzen. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wofür wir das brauchen. Und zwar können wir mit dem Board da nach da drüben hinkommen, aber jetzt noch nicht. Oh, ist schon voll wieder der Energietank, super. Huch, boah, das ist ja ein Loch. So, jetzt aber hier durch. Abwarten. Ach ja. Er macht, glaube ich, jetzt nur ein Hologramm, ja. Und das ist unser Gegner wieder. Wie dieses. Ihr kennt das Schwert sicherlich. Ach, Mann, ich hasse den Gegner. Der ist ein bisschen unberechenbar. Ich schieße einfach immer drauf. Dann macht er schon sein zeitliches. Er springt nur rum. Macht nervige Attacken. Und da ist er weg und ich habe zu viele Leben daran verloren. Ich habe mich saudämlich angestellt, jetzt ich weiß. Tadelt mich. Es war mein Verdienst, dass das alles daneben ging. Und das haben wir hier. Müssen wir mal gucken. Alles untersuchen ist auch. Den Teil habe ich nicht so oft gespielt wie die davor. Weil mir der hier auch nicht so... Okay. Och, ey, ist klar, dann... Ich hasse das. Verdammten Raketen. Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder drauf gehen, weil ich mich so selten dämlich jetzt bei dem Boss angestellt habe. Hier müssen wir runter. Und ihr seht schon, hier müssen wir mal lang. Machen wir doch sofort. Zack, mach kaputt. Geh kaputt. Ach. So, das wollte ich erreichen. Und zwar hier seht ihr, hier kommt ein Geheimgang. Und was ist das? Eine Mech-Armor. Die nehmen wir mit, weil die brauchen wir. Und weil wir die jetzt befreit haben, können wir auch die Plattform benutzen, die ihr gesehen habt, die ich schon mal vorgeführt habe. Und jetzt gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Weil ich brauche Leben, weil ich mich wieder so doof angestellt habe. Und da, huch, da waren ja welche sogar. Super. Und die brauchen wir auch, die Mech Armor. Brauchen wir sie? Ja, dann kommen wir nämlich hier hoch. Und hier gibt es nämlich was Feines. Ein Herzcontainer. Den stecken wir nämlich auch sofort ein. Und gehen hier rein. Direkt zum Boss. Oder? Och nö. Musst du jetzt auftauchen? Ah, fuck. X, nice to meet you. I've been programmed to exterminate you. So. Er ist ein bisschen problematisch. Aber mit der richtigen Taktik. Kein Problem. Der ist, finde ich, einfacher als... Dingensbummens. Als Bit. Weil ihr seht, das ist eigentlich sein ganzes Schema. Und gucken wir mal... Das war auch... Warum macht er jetzt nach oben? Ex, mach uns nicht unglücklich! Das will ich nicht! Zack! So, und da, er ist eigentlich... Er will uns von der Wand abstoßen, damit er uns mit seiner Faust bearbeiten kann. Dann kloppt er uns nämlich gegen die Wand und das macht höllischen Schaden. Und das will ich größtmöglichst vermeiden, weil man dann auch nur noch sehr schlecht aus diesem Angriffsmuster rauskommt. Und da habe ich keinen Bock drauf.
deswegen lieber so als... Ach, was mach ich denn da? Nein! So, und das war's bald. I didn't expect you had this power. I've lost this time, but I'll crush you next time. Mhm, das macht er mal. Wir gehen direkt durch. Und gucken, wie wir das hier fabrizieren. So, wir müssen hier nach unten jetzt und gucken, dass wir hier Mist, uns hier durchschlagen. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht von den Containern erschlagen werden. Und gucken, hier, jetzt treffen wir auf den Boss gleich direkt. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Fast 10 Minuten. Super. Also noch genügend Zeit, dann kann ich noch ein bisschen Terror hier stiften. Und ich werde hier ganze Zeit angeschrieben, was ist hier heute los? Und wir müssen jetzt... welche Waffe war das noch? Der Gravity Valve. Und ihr seht jetzt schieße ich damit drauf und töte mich gleich selber. Und wir müssen jetzt gucken, dass ich nicht weiter Mist baue. Nein, die will ich, genau! Mal gucken, was heute mit den Leuten los ist. Ich sag extra noch, ich werde jetzt aufnehmen und sie schreiben mich trotzdem wie bekloppt an. Und ihr seht es jetzt hier, so muss man ihn machen. Am besten ist, man stellt sich eigentlich in die Kugel rein. Und dann hat man sie gleich wieder. Und kann drauf feuern. So. Das hat er bis jetzt auch noch nicht gemacht bei mir. Was ist denn jetzt los? Er benimmt sich diesmal sehr komisch. Hm. Egal, aber er ist gleich tot. Das soll uns von daher egal sein. Und da ist er auch schon tot! So, ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen auf Schatzsuche. Aber wir haben noch so viel Zeit. Den Part jetzt zu wenden, wäre schon ein bisschen schade, weil wir noch genügend haben. So, was haben wir jetzt? Die Waffe brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber ist uns Latte. You get Parasitic Bomb. So, und wir sehen Dr. Kane wieder. Mega Man. Any problem, Dr. Kane? I put some memory chips from the Mavericks controlled by Dr. Doppler. I analyzed them and found out that Dr. Doppler is trying to create a powerful new battle armor by collecting the special abilities from the latest breed of Reploids. Battle Buddy? First I thought Dr. Doppler was trying to create it for himself, but the information indicates that he will not be able to interface with it. So it must be for someone else. Sigma? Can he still be alive? A hidden laboratory has been pinpointed at point D. All the indications are that it is Dr. Doppler's secret lab. You need to get there immediately. On my way. It's time I put an end to Sigma for good. Mhm. So, Zero können wir jetzt leider auch nicht mehr spielen von jetzt an. Okay, in den normalen Stages, aber nicht mehr hier, meine ich zumindest, bin ich mir nicht mehr sicher. So. Aber wir haben noch einiges zu holen, natürlich. Hier haben wir alles. Deswegen gehen wir erstmal hier rein, weil hier war das Live-Up direkt, das haben wir noch nicht. Beeilen wir uns. Es fehlen noch, glaube ich, zwei Herztanks. Ich glaube, zwei Herztanks müssen es sein.
Ja, da oben rechts seht ihr auch das Blick. Das ist die rote Dr. Light-Kapsel. Weil wir den Stingray platt gemacht haben, seht ihr, sind die Gegner auch anders. Und zwar sind das jetzt so andere Roboter. Die sind harmloser als die davor. Und deswegen machen wir das jetzt. Und hier haben wir den Live-Up, weil wir jetzt hier das... Ich weiß nicht, ob das ist, wenn wir die Stage hier beenden oder die von der Biene. Ich bin mir nicht sicher. Sollte uns auch nicht stören, großartig. Was haben wir jetzt noch? Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier fehlt uns noch was. Hier fehlt, haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier fehlt uns noch ein Subtank, Life-Up, Changer. Ja, komm. Nein, da solltest du nicht rein. Mein Controller spinnt wieder rum. Na komm, ich will hier raus. Tut mir jetzt leid für das hier. Und das ist das, was ich an diesem Helm so ein bisschen verfluche später. Wenn man ihn nicht mehr braucht, dann macht er es trotzdem ständig. Und wir gucken. Wir müssen jetzt nämlich hier... Eigentlich wollte ich nämlich hier rein. Ja, genau da. Und geben uns gleich nach unten mit einer Waffe. Ich weiß, wo es hier ist. Hier ist nämlich auch noch ein... Wie heißt es noch? Eine rote Dr. Light-Kapsel. Aber die wollen wir ja nicht. Wir wollen es auf 100%. Und wenn wir es auf 100% haben wollen, dürfen wir sie nicht einsammeln. Ist widersprüchlich, aber hier müssen wir nur einfach die Attacke aufladen und auf diese Plattform drauf. Und dann kriegen wir nämlich das hier. Und zwar kriegen wir nämlich woanders noch was Schöneres. Mann! Das ist wieder so typisch. Man nimmt auf, man spielt... Und jetzt können wir hier, weil wir die Armor bei dem Stingray Eier hier geholt haben, können wir diese Plattform benutzen. Und hier verschiedene Mech-Armor zur Hilfe rufen. Und hier müssen wir nämlich jetzt lang erstmal. Dann müssen wir aufpassen. Ich weiß jetzt auch nicht, auf welcher Etage genau das war. Hätte ich aufgepasst, hätte, wüsste ich es. Hier, genau hier, müssen wir mit der Armor gegenschießen. Kommen direkt hier zu unserem letzten Herzcontainer. So, beenden wir das auch gleich. Dann haben wir hier auch alles. Und ups, ich schmeiße hier gerade mein Handy vom Tisch. So, was haben wir? Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Da ist sowieso, da haben, fehlt uns einen Armor. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Und hier der Subtank und der Bodypart, den holen wir noch schnell in diesem Part. Auch wenn nicht mehr viel Zeit ist. So, ihr seht, da haben wir nämlich noch einiges zu holen. Und beeilen uns jetzt einfach, kümmern uns jetzt nicht um die Gegner. Ist egal, ob wir Schaden kriegen. Weil wir haben ja eh keinen Subtank, von daher meine ich jetzt auch nicht groß drum. Und warum schießt du nicht? Ex, du machst uns hier unglücklich. Und zack, und da ist er auch kaputt. Ach, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Und hier müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen aufpassen. Weil hier brauchten wir für eine Item brauchten wir nämlich die Waffe von dem Käfer, dem Hirschkäfer oder was es darstellen sollte. Und da kriegen wir nämlich diese Gravity Well, oder wie es heißt. Wir können hier nämlich jetzt nach oben. Ja. Was wir auch sofort machen werden. Und zwar müssen wir hier unseren Angriff aufladen. Zeige ich euch jetzt. Mit der Gravity. Und dann schießt X-Nacht eine Kugel nach oben und sie zieht uns hoch. Hier kommen wir nämlich an die letzte Dr. Light-Kapsel, die wir brauchen. Enter this capsule, X. Take this armor upgrade. The upgrade will decrease the damage done to your systems. As you receive damage, a defense field will be generated to protect you. So, das haben wir nämlich jetzt auch noch. Ja, ich werde jetzt noch gucken. Ja, wir sehen es jetzt. Und wir kriegen ein Schild, wenn wir Schaden kriegen.
da gehen wir jetzt nämlich hier durch. Und mein Vogel dreht voll durch. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich den das machen. Ich muss gucken, dass ich die irgendwie mal abstelle, wenn sie hier sind. Weil während den Aufnahmen ist das nervig. Und besonders für euch, weil dann brüllen sie euch rein und das wollt ihr nämlich auch nicht hören. So, wir holen noch das Item. Dann würde ich sagen, oder machen wir das dann noch? Ich überlege. Auf jeden Fall, ja, das holen wir auf jeden Fall. Ich überlege, nachdem wir das geholt haben, ob wir dann, ja komm, wir nehmen jetzt den, das ist egal, welche Armor wir nehmen, glaube ich zumindest. Und gehen jetzt hier zurück und lassen uns hier runterfallen. Hier, zack, und dann bricht der Boden auf, weil wir zu schwer sind. Zack. Und da will ich das ganz geschickt machen. Was mir eigentlich jetzt nicht gebracht hat, weil ich eh Schaden genommen habe. Und wir gehen hier raus. So. Egal, wir machen noch. Wir überziehen mal so 3 Minuten, sag ich mal. Das soll ja jetzt nicht schlimm sein. Und wir geben uns jetzt hier noch zum Toxic Seahorse. Warte, haben wir jetzt wirklich alles hier? Ich guck mal später nochmal nach. Wir gehen auch jetzt dahin, weil hier kriegen wir noch ein Item. Damit wir das Spiel hier auf 100% durchkriegen. So, da sehen wir schon. Hier ist wieder eine rote Dr. Light Kapsel, die wir aber nicht wollen, weil wir cool sind. Oder auch nicht. Ansichtssache. Machen wir das hier noch. So. Hier durch. Ja. Hier in dem Teil muss ich leider Items sammeln, weil ich nicht genau weiß, wo alles ist. Da kann ich leider nichts für. Der Teil hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht wie 1 und 2 davor. Da habe ich ja auch eigentlich in 1 und 2 habe ich so meine eigene Reihenfolge, dass ich so fast eigentlich alles abstauben kann. Und ja. Deswegen mache ich das jetzt so, dass wir hier einigermaßen den will ich haben. Ach, Springex. Und hier brauchen wir nämlich eine dieser Armor gleich. Weil ich habe ja gesagt, hier kommen wir an einer Stelle nicht weiter. Und da versuchen wir jetzt weiterzukommen. Indem wir nämlich eine der Armors mitnehmen. So. Dann müssen wir den hier, glaube ich, nehmen. Bin ich jetzt nicht sicher, weil es müsste der sein. Ja, hier haben wir ihn. Der ist ziemlich träge, muss man dazu sagen. Nicht mal im Wasser wird er besser. Und die müssen wir jetzt gucken, dass wir die am Leben lassen, so gut das geht. Die ersten gehen noch. Och. So. Ich mag den hier nicht. Spring! Diese Armor ist eigentlich nur hierfür zu gebrauchen, weil die anderen gehen hier im Wasser kaputt. So, der soll springen. Und der ist auch sehr schwammig. Ich will jetzt versuchen, dass hier keiner kaputt geht. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber wir kommen da noch rüber. Wir müssen jetzt im Wasser so springen, dass wir hier hinkommen. Zack, und ich habe es natürlich total vergeicht wieder mal. Ach ja, dann machen wir das nochmal. Aber das müssen wir getimed machen, dass er nicht untergeht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Es ist eine ganz schöne Strecke, wie ihr seht. Und da hoch und jetzt haben wir den letzten, also die letzte Armor. Verlassen wir dieses Stage doch gleich. Und ja, das war mein Handy. Und ich sag mal, an dieser Stelle, nachdem wir jetzt alle Items geholt haben, bis zum nächsten Mal, euer Morgion. Haut rein!